Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema partielle Ableitung von Funktionen mit mehreren Variablen. Wenn wir also eine Funktion von mehreren Variablen betrachten, gibt es auch mehrere Möglichkeiten, Ableitungen zu definieren. Wenn also Ableitungen wieder Steigungen von Tangenten sein sollen, dann können wir die in verschiedenen Richtungen an den Funktionsgraphen anlegen, zum Beispiel in der Richtung von x1 oder in der Richtung von x2 oder auch in anderen Richtungen. Und das, was die partielle Ableitung macht, ist also das Erste, was ich gerade genannt hatte, sie hält mal die beiden Richtungen fest. Es wird einmal nur nach x1 abgeleitet und die andere Variable wird wie eine Konstante behandelt und dann wird nach x2 abgeleitet und die erste Variable wird wie eine Konstante behandelt. Und das Gleiche würde natürlich auch in höheren Dimensionen funktionieren, wenn man mehr als zwei Veränderliche hat. Es wird immer nur nach einer abgeleitet, alle anderen werden wie eine Konstante behandelt. In der Notation schreiben wir dafür f'1 für die partielle Ableitung nach x1 oder man verwendet dieses partielle Ableitungssymbol df dx1. Und dasselbe kann man auch als f'2 oder df dx2 schreiben. Und dann haben wir also diese beiden partiellen Ableitungen in beiden Richtungen nach x1 und nach x2 und dann kann man diese beiden partiellen Ableitungen miteinander kombinieren und wieder in ein solches Ableitungspaar reinschreiben, einen sogenannten Vektor von Ableitungen. Und das ist dann die gesamte erste Ableitung der Funktion f an der Stelle x. Klingt vielleicht zunächst einmal etwas abstrakt. Schauen wir uns das Ganze an einem konkreten Beispiel an, dann sieht es schon viel einfacher aus. Wir haben also hier wieder eine perspektivische Darstellung von einer Funktion mit zwei Variablen. x1 steigt in dieser Richtung an, x2 steigt in der Richtung an und f von x1 und x2 haben wir hier abgebildet und haben also so unsere Funktion nach zwei Variablen. Und wir könnten jetzt hier in verschiedenen Richtungen auf dem Funktionsgraphen nach oben marschieren und uns eben Ableitungen anschauen. Um das aber einfach zu machen, wird jetzt mal ein konkreter Wert von x2 festgehalten und dann ergibt sich also hier im Schnitt mit der Originalfunktion ein gewisser Funktionsgraph, wo nur noch x1 sich ändert und x2 fix gehalten wird. Und an diesen Funktionsgraph kann ich dann wieder eine Tangente anlegen, die genau in dieser Ebene sozusagen hier läuft und mir die Steigung in einem bestimmten Punkt angibt. Dasselbe kann ich natürlich auch in der anderen Richtung machen, dass ich jetzt x2 als Variable behandle und x1 an einem konkreten Wert festhalte. Auch dann ergibt sich jetzt nur noch eine Funktion von einer Variablen und von der kann ich dann also auch wieder die Tangente, die Steigung der Tangente ausrechnen. Das macht also meine partielle Ableitung. Und Ziel ist dann mit diesen Ableitungen natürlich auch wieder zum Beispiel Optimierungen zu betrachten. Ich könnte jetzt also mir genau anschauen, dass wie im Eindimensionalen ich hier die partiellen Ableitungen mir anschaue, dass das sowohl in x1 Richtung die Steigung 0 haben soll, als auch in x2 Richtung die Steigung 0 haben soll und aber auch in allen anderen Richtungen drumherum, damit ich hier mein Maximum erreiche. Und das werden wir später dann auch noch betrachten. Zunächst wollen wir die Ableitung noch ein bisschen einüben und besser verstehen. Betrachten wir also hier einmal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben hier eine Funktion von zwei Variablen, f von x1 und x2 ist gleich 3 mal x1 zum Quadrat, also quadratische Funktion in x1, plus e hoch 2 mal x2, also eine e-Funktion in x2. Und die beiden sind additiv miteinander verknüpft, was beim Ableiten wieder schön und einfach ist, weil wir die Summe, die Ableitung der Summe als Summe der Ableitung bilden können.
Und wir sollen jetzt also beide partiellen Ableitungen bilden und dann an der Stelle x1 gleich minus 1 und x2 gleich 0 auswerten. Machen wir das also einmal für die partielle Ableitung nach x1. Und jetzt haben wir hier die schöne Situation, dass nämlich nur der erste Summand von x1 abhängt, ist da eine quadratische Funktion von x1, und der zweite Summand hängt gar nicht von x1 ab. Und jetzt haben wir aber gesagt, bei der partiellen Ableitung tun wir so, als wäre x2 eine Konstante, irgendein fixer Wert, der eben nicht von x1 abhängt. Wenn ich das vorlese, könnte ich jetzt auch sagen, es ist wie 3 mal x1 zum Quadrat plus e hoch 2 mal 17. Ja, das würde für die Ableitung keinen Unterschied machen. Bloß, dass wir halt nicht 17 da stehen haben, sondern x2, aber das lassen wir wie eine Konstante stehen. Beziehungsweise beim Ableiten fällt diese Konstante dann weg. Ja, also e hoch 2 mal x Quadrat, e hoch 2 mal x hängt gar nicht von x1 ab, fällt beim Ableiten weg. Und der Term hier vorne, das können wir, ist 6 mal x1. Das ist also die partielle Ableitung nach x1. Schreiben wir uns das also hier nochmal entsprechend schön hin. Und 6 mal x1 können wir dann leicht an dieser Stelle hier auswerten. An der Stelle minus 1 und 0 müssen wir nämlich 6 mal minus 1 nehmen. Das ist minus 6. Und x2 taucht hier gar nicht mehr auf. Also in diesem konkreten Fall hängt die partielle Ableitung nach x1 auch nur von x1 und nicht von x2 ab. Das muss nicht so sein, ist aber in diesem Spezialfall so. Dann wollen wir auch noch partiell ableiten nach x2. Das heißt, wir behandeln jetzt x1 wie eine additive Konstante bzw. wie ein konstanter Faktor. Also wir können uns auch hier vorstellen, 3 mal 17 zum Quadrat plus e hoch 2 mal x2. Das ist halt irgendeine Konstante, die von x1 abhängt, ist aber dann eine additive Konstante, die beim Ableiten wieder wegfällt. Ja, wenn ich also die partielle Ableitung nach x2 bilde, fällt der erste Term weg, der ist 0. Der zweite Term, e-Funktion, bleibt beim Ableiten zunächst einmal erhalten. E hoch irgendwas abgeleitet ist wieder e hoch irgendwas. Wir müssen nur mit der inneren Ableitung multiplizieren. Das ist also hier mal 2. Haben also zweimal e hoch 2 mal x2. Und dann können wir auch da leicht an der Stelle minus 1 und 0 einsetzen. Die partielle Ableitung nach x2 hängt nur von x2 und nicht von x1 ab. Ist wieder hier ein Spezialfall. Das muss nicht so sein, ist halt bei dieser konkreten Funktion so. E hoch 2 mal 0 ist dasselbe wie e hoch 0 und das ist 1 und 2 mal 1 ist 2. Und damit haben wir also die beiden partiellen Ableitungen ausgerechnet und man könnte jetzt auch insgesamt schreiben, die Gesamtableitung, die erste Ableitung der Funktion f ist an der Stelle minus 1 und 0, dann minus 6 und 2. Das ist also hier unser Vektor von der ersten Ableitung. Schieben wir gleich noch ein zweites Beispiel nach, um das nochmal zu üben. Haben hier eine Funktion von diesem Comte-Douglas-Typ. 100 mal x1 hoch 0,4 mal x2 hoch 0,6 ist also eine Potenzfunktion mit zwei Variablen. Und wir sollen wieder die partiellen Ableitungen ausrechnen und an der Stelle 2, 1 einsetzen. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Übung. Wir sollen also zunächst mal nach x1 ableiten. Wir tun also so, als wäre x1 die einzige Veränderliche und x2 ist irgendeine fixe Konstante. Also x2 hoch 0,6 wird zu einer multiplikativen Konstante, die beim Ableiten einfach erhalten bleibt. Also das 100 mal x2 hoch 0,6 ist ein konstanter Faktor, bleibt stehen und dann bekommen wir hier die 0,4 nach vorne gezogen mal x1 hoch 0,4 minus 1 ist minus 0,6. Multiplizieren wir noch die 0,4 mit der 100, dann schaut es etwas schöner aus.
und haben dann 40 mal x1 hoch minus 0,6 mal x2 hoch 0,6. Und hier sehen wir jetzt auch, wir haben eine partielle Ableitung nur nach x1 gebildet und trotzdem hängt diese Ableitung immer noch von beiden Variablen ab, von x1 und x2. Das habe ich also hier auch nochmal auf den Folien festgehalten und jetzt können wir an der Stelle 2, 1 einsetzen. Wir nehmen also die 2 und setzen die für x1 ein und die 1 für x2, haben also 40 mal 2 hoch minus 0,6 mal 1 hoch 0,6 und das können wir jetzt in den Taschenrechner tippen und ausrechnen und bekommen 26,3902 und so weiter und so fort. Habe jetzt hier nur 4 Nachkommastellen hingeschrieben. Das ist also die Steigung in x1-Richtung, weil wir hier nach x1 abgeleitet haben. Dann machen wir das gleiche Spiel, ableiten nach x2. Das kürze ich jetzt etwas ab, das haben wir jetzt schon gut geübt. 100 ist ein konstanter Faktor. Beim Ableiten nach x2 ist auch x1 ein konstanter Faktor. Die bleiben also einfach beide stehen und wir müssen nur x2 hoch 0,6 ableiten, indem wir die 0,6 nach vorne ziehen und dann hoch minus 0,4 übrig behalten. Ja, und dann haben wir 100 mal 0,6 ergibt 60 mal x1 hoch 0,4 mal x2 hoch minus 0,4. Und auch hier hängt also wieder die partielle Ableitung nach x2 sowohl von x1 als auch von x2 noch ab. Und auch da können wir dann wieder einsetzen, an der Stelle 2 und 1 in den Taschenrechner tippen, ausrechnen, bekommen wir 79,1705 irgendwas. Wir haben jetzt also diese beiden Steigungen in x1-Richtung und in x2-Richtung von 26 bzw. 79 und ein bisschen. Und das sind nicht allgemein die Steigungen, sondern nur an der Stelle 2, 1. Schauen wir uns das also in so einem perspektivischen Schaubild an. Wir haben hier den Funktionsgraph der Cobb-Douglas-Funktion. Sobald einer der beiden Terme, also sobald eins der beiden Argumente x1 oder x2 gleich 0 ist, ist auch die Funktion gleich 0, sondern es müssen beide ansteigen, um hier was Positives zu bekommen. Und betrachtet haben wir das Ganze jetzt an der Stelle, ja, irgendwie so, 2, 1 und da können wir jetzt unsere Tangente einmalen, die jetzt diese Steigung von 26 und ein bisschen hat. Wenn ich also einen Schritt nach rechts gehe, geht es ungefähr 26 Schritte nach oben. Beziehungsweise wenn ich einen Zehntelschritt nach rechts gehe, geht es ungefähr 2,6 Schritte nach oben, aber nur, wenn ich mich in x1-Richtung bewege. Dasselbe Spiel kann ich jetzt aber auch noch in x2-Richtung machen. Da war die Steigung größer, da war sie 79. Dementsprechend ist also hier die Tangente steiler. Und wenn ich mich jetzt in einen Schritt nach rechts bewege auf der x2-Achse, sollte mein Funktionswert um ungefähr 79 ansteigen, beziehungsweise besser wird die Approximation hier irgendwo in der Mitte funktionieren. Wenn ich also einen Zehntelschritt nach rechts gehe auf der x2-Achse, sollte es 7,9 Schritte nach oben gehen auf der z-Achse. Und in Kombination spannen wir jetzt also diese beiden Tangenten, diese beiden Geraden, eine Hyperebene auf, eine Tangentialebene, die die Funktion in dem Punkt 2, 1 berührt und ansonsten zumindest in einer Nachbarschaft drumherum die Funktion ganz gut approximiert. Ja, und in nachfolgenden Kapiteln werden wir dann mit diesen partiellen Ableitungen das Gleiche machen, was wir vorher mit Ableitung von Funktionen mit nur einer Variablen gemacht haben. Wir werden uns also anschauen, wie können wir diese Steigung interpretieren, wie können wir damit Funktionen optimieren und so weiter.